Einen schönen guten Morgen. Moin. Wir sind schon am Aufbauen. Hallihallo, Freunde. Heute ist der 30.01. und wir schaffen es doch noch mal auf Raubfisch zu probieren. Ja. Wieder an der Mulde, weil unsere Teiche immer noch zugefroren sind. Das ist krass. Heute sollen noch bis 10 Grad, 11 Grad werden. Jawohl. Und wir versuchen es hier, das ist Wilgau-Haslau schon, oder Keinsdorf. Keinsdorf, Wilgau-Haslau. Wilgau-Haslau ist genau. Das schon. Ja. Haben uns hier so ein Fleckchen gesucht. Ihr seht schon, hier ist es ziemlich flach, so eine Sandbank. Und dort drüben hast du aber durch diese Außenkurve ein bisschen tieferes Wasser. Da geht es bestimmt noch mal so einen Meter, anderthalb. Das müssen wir gleich erstmal ausloten. Nochmal runter. Und da wollen wir Köderfisch und auch Würmchen präsentieren. Jawohl. Weil ich auch schon überlegt habe, mal hier, wo der Baum so reinhängt, ob ich dort mal Köderfischpose hinsetze. Der Andy wird das hier vielleicht auch mal versuchen. Wir bauen mal in Ruhe auf. Jawohl. Und genau, dann sehen wir uns nachher beim Angeln. Bis dann. Bis dann. Aufgebaut haben wir. Jawohl. Was hast du denn drauf, Andy? Erzähl mal. Also ich habe aufgrund 85 Gramm Blei drauf gemacht mit einem Boili, mit Zitrusboili mit Banane gedippt und auf der Posenruder habe ich in, was war das? Laubwurm, glaube ich, hast du drauf. Die liegt hier unter den Bäumen. Gleich so unter den Bäumen sind ein bisschen hier am Ufer. Eine andere hast du, glaube ich, hinüber gepfiffen. Habe ich hinüber, eine andere kurz vor dem anderen Ufer. Genau. Na. Und da wollen wir mal gucken. Quasi in der Außenkurve, also die Mulde kommt von da hinten. Ja. Und macht hier eine Kurve und macht ja wieder Richtung Werfrohr. Ich habe meine mit 60 Gramm mit dem schönen Blei vom Rolf. Die müsste irgendwo dort liegen. Mhm. Und dort seht ihr eine Pose aus dem Wasser gucken. Da habe ich jetzt den fetten Köderfisch, also wie groß wird der sein? 20 bis 23 cm Rotauge dran. Liegt dort nicht optimal, das hat es mir ein bisschen entgegengespült. Ich werde ihn dann vielleicht nochmal dahinter pfeifen. Aber gut, jetzt warten wir erstmal. Ich habe hier zwei Dendrobenas dran, einfach mittig aufgepiekst, dass die Hymen drüben so ein bisschen rumwackeln können. Genau. Und jetzt warten wir erstmal ab. Jawohl. Ob vielleicht schon zu Beginn ein kleiner Fisch kommt. Du willst gerne Döbel heute? Ich hätte gerne einen Döbel, ja. Und einen großen. Oder Karpfen, ist mir egal. Na. Und ich hätte gerne noch den Winterhecht vielleicht heute. Und mal schauen, was sich auf Würmchen so tut. Einfach ein bisschen angeln, überraschen lassen. Vielleicht mal Rotauge, Rotfeder wieder. Kennt ihr ja von mir, dass ich die gerne mitnehme, wenn sie eine gewisse Größe haben. Wäre auch nicht schlecht. Na. Wir freuen uns über jeden Fisch heute. Richtig. Einfach einen schönen Tag am Wasser bei tollem Wetter. Wir haben mal kein Regen, wir haben mal Sonne. Ja. Und guckt euch mal an, was das für eine schöne Sandbank hier ist. Müsst ihr euch mal angucken. Sieht aus wie an der Ostsee. Leider so Wellen durch die Strömung, keine Hindernisse weiter im Wasser. Wunderbar. Schön. Schönes Fleckchen. Ja. Eigentlich wären wir gerne vielleicht dahinter Richtung Wehr gegangen. Da ist noch ein bisschen tiefer, aber wir kommen mit unserem Wagen hier nicht durch. Und das nächste Mal, wenn Rolf vielleicht mit ist, müssen wir mal gucken. Er meinte, da hinten, dort irgendwo, kann man auch ranfahren. Ja, müssen wir mal. Aber wir haben ja noch das ganze Jahr und nicht nur dieses Jahr. Richtig. Zack, 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 zack. Wir gucken mal, ob es heute vielleicht klappt mit einem Fisch. Das wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall werden wir bei dem Wetter einen schönen Tag am Wasser haben. Das kannst du auch wissen. Aber sowas. Wenn das so bleibt, wunderbar. Ja. 10 Grad, 11 Grad heute. Herrlich. Super. Gut Leute, bis später. Jawohl. So, liebe Kollegen, der Micha kam noch dazu. Wir hocken hier vorne und der Micha wird sich jetzt hier breit machen. Auch eine schöne Stelle. Ja, die hat mir vor uns auch gefallen. Aber wie gesagt, der Andy wollte lieber hier vorne. Ich denke, hier hast du es auch ein bisschen tiefer als bei uns drüben.
Naja, bau mal schön auf, dann bin ich gespannt, ob wir heute hier was rausholen. Was ist das, eine? Das ist eine Dammrolle, die neue, die da drauf ist. Ich habe im ersten ein bisschen auf der Grundrute. Die Spitze geht schön rüber. Oder ging sie gerade? Jetzt kommen sie wieder ein bisschen zurück. Da probiert irgendwas. Nee, das ist eine Dammrolle, die war gesenkt, Auslaufmodell. Das müsste, glaube ich, eine 5000er, glaube ich, sein, mit einer 0,33er Litze drauf. Also hält auch mal Karben aus. Ne? Die hält mehr, wie das heißt. Kein Geist reicht. Zieht immer hier ganz leicht. Ne? Mhm. Die Strömung ist es eigentlich nett. Jetzt macht sie weiter rüber, weil das war bisher noch nicht. Seht ihr das, wie sie langsam rüber geht? Ich werde dann vielleicht gleich mal einen Anhieb setzen. Das ist die neue Rolle von Damm. Jetzt kam es wieder ein bisschen zurück. Ne? Meine Pulse ist auch ein kleines Stück weiter gerutscht Richtung den unterhängenden Baum. Ja. Ja, oder es hat mir wieder irgendwas hineingespült, aber es ist ja komisch, dass es leicht vor und wieder zurückgeht. Ne? Mhm. Ich denke, da wird schon mal irgendwas am Würmel rumgezuppelt haben vielleicht. Mhm. Ne? Kann schon sein. Na, wir beobachten das mal weiter, Freunde. Alter Falter, ich bin ja gerade bei Micha drüben, baue die Kamera auf, um ihn beim Spinnfischen zu filmen, und auf einmal schreit es hier: Olli, ich hab Biss. Hat Schnur genommen, oder ja, was? Ja, ja, ja. Drüben in der Ecke, ne? Ja, ja. Er liegt jetzt hier. Genau da, wo die Höhlung ist. Genau, hier drüben, direkt einen Meter vor der Höhlung. Ja. Wo es ausgespült ist. Hat bald auf die Gusch gehauen hier. Hat gerade abgezogen hier. Jetzt wieder Ruhe. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hätte nicht das Handy andrücken sollen, dann klappt es ja meistens. Ich wollte gerade mal was zu essen holen, ah. Na gut, ich mache mal noch die Cam bei Micha an, ich komme dann gleich wieder. Eine Aufregung. Ach, ich habe bald hier geflogen. So, jetzt aber. Bis gleich. Samon! Hecht? Sack. Oh nein! Oh, das ist echt ein Sack. Oh, ich dachte, du hast Biss, Hecht drauf oder so. Hä? Oh. Oh, ich wollte den Köder wieder haben. Deswegen muss ich das jetzt doch aufziehen. Schade, schade. Tja, Freunde, das ist blöd. Wenn im Fluss so viel Mist rumliegt und rumschwimmt, einen Sack! Einen Sack! Letztens haben wir die Socken gefangen, jetzt fangen wir Säcke. Oh, schade. Ich dachte, Ore. Hä? Hoffentlich ein Geldsack. Nee, ich glaub's nicht. Tja, Freunde, schade. Ich hab gedacht, jetzt bei Micha ist der Hecht drauf. Ja, hab ich nicht gedacht. Wir haben von hier drüben nur gesehen, dass er hier vorne gekeschert hat und irgendwie. Na gut, schade. Wir probieren es noch ein bisschen. Ich habe mittlerweile auch meinen Köderfisch verloren. Die Rute liegt jetzt hier und habe die Mitchell noch auf Grund gelegt mit Parmaden hier draußen. Gucken wir mal, ob noch was drauf springt. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück heute. Es geht in einer Tour hier, dass ich Zupfer drin habe. Aber so richtig was abgeht nicht mehr, ne? Nee. Ha, der Micha hat das Problem beim Spinnfischen, dass er hier drüben immer irgendwo einen Hänger hat und schneidet immer alles weg. Er weiß, was dort drinnen liegt. Auf die anderen Routen hier gar nicht bisher. Ne? Na gut, vor uns am Anfang ging bei dir mal kurz der letzte bisschen weg auf deiner Grundroute, aber das war ja ganz am Anfang. Wir machen, denke ich, jetzt noch so eine Stunde,
anderthalbe vielleicht. Und haben noch bitte die Hoffnung aufgrund der kleinen Anfasser hier immer, dass doch mal noch einer drauf geht. Wir werden auf jeden Fall berichten. So Mädels, auf der Rute habe ich jetzt hier einen Köderfisch auf Grund liegen, einen Barsch, den ich eingefrostet hatte. Hat gerade bitte Schnur genommen. Jetzt habe ich hier noch weiter aufgedreht. Man sieht da vorne irgendwas probiert, schön gespannt. Mal gucken, ob jetzt doch noch mein Winterhecht kommt. Ich hatte in der Raubfischsaison jetzt, ich hatte einen Frühjahrshecht, einen Sommerhecht, einen Herbsthecht. Und ich wollte den Winterhecht noch, vielleicht klappt es heute doch noch. Wobei, so vorsichtig wie der Biss war, tippe ich jetzt eher mal auf einen Zander oder einen größeren Barsch. Ja. Ich bin mal gespannt. Endlich, ich gebe dir das mal. Falls der jetzt hier noch ein bisschen Musik macht. Mhm. Übrigens, kauft euch keine Angelruten wie diese. Also was sich der Konstrukteur dabei gedacht hat, so einen kurzen Griff an eine 4,50 Meter Rute zu machen. Ich probiere die heute zum ersten Mal aus. Geht auf keine Kuhhaut. Fehlkonstruktion. Das war auch die Rute vorhin, wo der Fisch sich dann hier drüben festgesetzt hat. Dort war der Biss, der schwimmt hier hoch. Ja. Hat aber keine Hebel. Guck mal, wie schön lang die Rute ist. So vorne mit der weichen Spitze, aber wenn ihr jetzt mal. Wenn die Spitze ist. Aber der nimmt keine Schnur jetzt mehr. Nee. Hat gerade, ging so beep, 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 hat genommen. Ich habe jetzt hier den Bissanzeiger rausgehangen. Hab noch weiter einen Freilauf aufgedreht, dass er ein bisschen nehmen könnte, aber jetzt will er wieder nicht mehr. Jetzt habe ich echt gedacht, jetzt kommt mein Winterhecht. Ja. Oder der Herr Zander steht da und frisst gerade. Micha, Mama Mopst. Vanille ist das. Leichte Biegung immer drin, also irgendwas. Weiß ich nicht. Hatten wahrscheinlich schon den Busch, oder? Hatten nicht in den Busch. Das zweite Kissen. Ich will ja noch nicht anhauen eigentlich. Nee, warte mal noch ein Stück. Scheint aber auf der Stelle zu stehen, ne? Ja. Weil sonst würde ja auch ein bisschen Litz gehen. Aber du siehst vorne immer mal schön, was jetzt nicht von der Strömung her rühren kann, weil sonst wäre es ja die ganze Zeit so gewesen. Da ist schon was Nadel drum. Wobei, so klein war der Barsch jetzt nicht, den ich rangegangen habe. Also, was weiß ich, das sind 22 cm, da hat, keine Ahnung, 18 geschätzt. Ja. War ein gutes Köderfischel. Ja. Den anderen vorhin hatte ich ja verloren gehabt. Jetzt ist wieder Pumpe hier draußen. Weil ich habe einen Bekannten, der mich damals in den Angelverein gebracht hat, der hat auch gesagt, bei Zander und so, wenn der Biss kommt, hoch erst mal eine und gib mir Zeit. Ja. Aber dann müsst ihr ja mal bitte schnurren. Ne? Ist immer noch schön gestreckt davon. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass es der europäische Prachtkampfwels sein kann. Höchstwahrscheinlich wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich! Da hat er nämlich jetzt. Der europäische Raubschleier. Der Raubschleier. Na, die sind jetzt noch nicht da. Habe ich jetzt an oder habe ich nicht an? Da ist zu scharf, ne? Dann nimmt keine Schnur, was machen wir jetzt? Dann probier's. Probier's, mir bei. Du hast bloß gestreckt und wieder fallen gelassen. Ja, warten wir noch ein paar Sekunden. Hat erstmal schön ein bisschen Schnur genommen. Ja. Ich glaube, wir können erst mal wieder kurz ausmachen. Geht nicht weiter ab. Also entweder richtig viel Treibgut, was die Bewegung in der Spitze und natürlich auch in der Litze gemacht hat. Oder es hat einer probiert und wollte es dann doch nicht mitnehmen. Das ging ja nicht nur die paar Sekunden, wo ihr zugeguckt habt. Das ging vorher schon ein ganzes Stück. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt hier drüben, der Micha hat auch noch mal Grundruten rausgebracht. Andy kommt gerade wieder, war kurz bei Micha drüben. Ja. Ich habe gerade gesagt, es ging ja nicht nur die paar Sekunden, die die Kollegen zugeschaut haben. Ja. Vorher ging ja richtig mal ein bisschen Schnur weg, dann stand es. Richtig. Dann hat es die Bewegung drin, so viel Treibgut nacheinander kann es eigentlich nicht sein. Ne? Also das ist unwahrscheinlich. Das wird schon, ich tippe auf Zander gewesen sein, der probiert hat. Ja. Dann extra kleine Bremse noch, alte Bremse in Freilauf. Noch weiter aufgedreht, dass der wirklich nehmen kann. Dann stand es aber schon, war vielleicht ein bisschen zu spät.
Wenn das der Zander war, dann war der Köderfisch, den der Olli dann gemacht hat, zu groß. Kann auch sein. Ja, Barsch. Der war ziemlich groß. Ja, 18 cm, 20 cm hat er. Ja, aber locker. Wir wissen es nicht. Also ein Hecht wäre gleich fort, denke ich. Ja, wäre fort. Auch im Winter. Ja, weg. Ich denke, der Hecht, den hätte es nicht. Im Fluss, da hätte es sich den genommen, wäre fort. Denke ich auch. Also zurück. Und deswegen. Der Hecht ist da nicht so zimperlich. Auf den Schreck muss sich der Onkel Andy erstmal hinsetzen. Ja. Ja, vielleicht kriegen wir heute doch noch den ein oder anderen Fisch hier raus. Na, wir schauen mal. Ja. Wie lange werden wir jetzt noch machen können? Halbe, dreiviertel Stunde, denke ich. Die Sonne ist schon weg. Na, hier drüben. Verschwunden. Ich weiß gar nicht, wie spät es überhaupt ist. Ist jetzt bloß Bauchgefühl, weiß es nicht. Keine Ahnung. Um vier. Hast du die Uhr dran? Ja. Oha, noch nicht mal dreiviertel vier. Ich denke so bis halb fünf. 35. Ne, dann halb fünf zusammenpacken. Ja, halb, dreiviertel fünf. Ich glaube kurz vor fünf soll Sonnenuntergang sein. Ne? Ja, ne. Dann müssen wir ja diesen ganzen Dschungel noch durchqueren. Oh ja. Um wieder zum Auto zu kommen mit unserem Wagen. Oh ja. Na. Na, mal schauen, wenn es noch was gibt, melden wir uns auf jeden Fall. Wäre halt mal schön, wenn wir auch wieder ein Video für euch hätten, wo dann mal wieder ein Fisch mit drin ist. Also ein guter Fisch auch. Ne? Ja. Und meine Pfanne würde sich auch freuen, wenn mal wieder ein guter Fisch drin ist. Mein Bauch erst. Richtig. Mein Bauch würde sich freuen. Das wäre schon cool. Na, wir probieren noch ein bisschen. Bis dann. So. Ja, wie gesagt, der Olli hatte jetzt in Bisgard mit einmal ging's ab. Die denken, wir sind bescheuert. Ja. Und was war wieder? Entweder ein Wels in die Steine rein, unter die Steinkante oder unter der Holzkante. Und wieder nicht. Leider haben wir nicht rausgekriegt, aber der ging so richtig schön lange ab. Naja. Jetzt haben wir neu bestückt. Ich habe auch neu bestückt. Und bin mal mit meiner anderen Route ein bisschen weiter flussabwärts gegangen und habe sie da mal eingehauen. Ja, mal schauen. Was meinst du, Olli? Ich habe noch zu knaubeln. Er ist noch etwas down. Down under. Herrlich. Ja, wenn im ganzen Tag nichts weiter passiert und plötzlich haust an und stromaufwärts, geht das viel mit dir spazieren und dann sitzt. Wir werden mal gucken. Wir werden halt schon noch was fangen, denke ich mal, oder? Und wenn es Kraut alle sind. So, Freunde, wir haben jetzt gerade die Ruten nochmal neu beködert. Du hast nochmal ein Würmchen drauf gemacht vor deinem Boilie. Ja. Ich habe nochmal zwei Dendros vor zwei Maden gemacht auf der Grundrute und den Köderfisch jetzt nochmal in die Rinne hier drüben. Also vom anderen Ufer. Nee, da habe ich den nochmal abgelegt. In der Hoffnung, dass jetzt die letzten 20 Minuten doch noch einer drauf hüpft. Wir haben sie einen Wurm runtergemaust. Genau, hier haben sie einen Wurm gemaust. Schön fetten. Genau. Wir werden jetzt, wie ihr gerade seht beim Andy, noch eine rauchen. Richtig. Wir werden dann langsam zusammenpacken, damit wir hier, wie hast du gesagt, aus dem Urwald rauskommen, bevor es aus dem Dschungel rauskommen, bevor es komplett dunkel ist dann. Das sieht auf den Videos dann immer heller aus, als es eigentlich gerade ist. Ja, ja. Na? Deshalb wollen wir jetzt hier schon mal abmoderieren. Wie immer im letzten Video haben wir gesagt, wir sagen es nicht mehr. Wir sagen es nicht mehr. Aber falls der Zanderfisch kommen sollte, sag ich jetzt, erfahrt ihr das natürlich. Also sagen wir es ja doch wieder. Also wenn noch was kommt, dann melden wir uns nochmal. Auf jeden Fall. Wenn nicht, ja, wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Jawohl. Tja, so ist aber Angeln. Sorry, dass zurzeit nicht viel geht. Es ist Winter. Wir drehen eben nichts vor oder ne? Das ist halt so. Wir fahren raus, dann fängt man halt nichts. Wir tun nicht verschönigen oder nichts. Wie in dem Video, wo ich alleine war, in Zwickau an der Mulde, wo einer drunter schreibt, warum machst du Angelvideos, wenn du 95% nur laberst. Übrigens, lieber Kollege, du hast vergessen, Prozent hinter 95 zu schreiben, aber ist egal. Wie ich zurückgeschrieben habe, weil es uns Spaß macht. Und weil es ja eine Art, ich nenne es mal,
ein Angeltagebuch für uns ist einfach und es muss ja keiner zuschauen. Wir freuen uns über die Leute, die zuschauen, die auch mal ein Feedback geben und auch Kritik geben. Wir hatten das in dem einen Video. Da hat zum Beispiel einer geschrieben, dass wir mit den Köder, da hatten wir Maden mit, verschiedene Würmer. Und da hat zum Beispiel einer geschrieben, kann mich nicht daran erinnern, wie der YouTube-Name jetzt war von ihm, dass er der Meinung ist, dass wir da falsch rangehen, was die Köderwahl betrifft. Er hat uns dann, das ist auch das Gute, er sagt nicht nur, ihr macht das falsch oder kacke, sondern er hat direkt einen Lösungsvorschlag gebracht, was du heute wieder probierst. Versucht mal Boilie, Pellet etc. Und den Austausch wollten wir ja, also dass dann Tipps gegeben werden, wie kann man es denn machen. Und so eine Kritik und so ein Feedback, das macht ja wirklich Sinn. Sich hinzusetzen und zu sagen, warum laberst du nur? Hätte er richtig zugehört, in dem Video wüsste er, warum ich nur geredet habe, weil ich weder Stativ noch irgendwas mit hatte. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich angel schon über 30 Jahre. Aber für Anregungen und Tipps immer. Ist man nie zu alt. Immer. Weißt du, man kann immer mal was Neues lernen, immer mal, wie machst du das, wie... Guck, dort kommt Nessie angeschwommen. Das grüne Monster. Ja, siehst du es hier? Hier, guck hin, hier kommt Nessie. Seht ihr das? Ja. Da kommt Nessie. Nessie, der Dampfnudel. Von wegen Schottland, Freunde. Nee, Spaß beiseite. Also wir wollen ja Tipps, wir wollen Anregungen, wir wollen ein Feedback. Deswegen habe ich ja auch das erste Video damals, wo wir uns kennengelernt haben, hochgeladen, dass man mal in Austausch kommt. Und das Schöne ist, durch die Videos, auch wenn wir bloß ein paar 500 Klicks etc. haben, so viel hätte ich gar nicht gedacht tatsächlich, kam ich jetzt schon mit vielen Anglern ins Gespräch durch die Videos und das macht ja Sinn. Natürlich. Ja? Zu schreiben, warum lauerst du, finde ich nicht sinnvoll. Könnt ihr trotzdem machen, finde ich aber nicht sinnvoll. Es macht einfach für alle, glaube ich, mehr Spaß, wenn man in den Austausch kommt. Na? Ja. Und das wollen wir ja auch. Genau. Und da freuen wir uns in Zukunft auch drauf. Wir haben es heute wieder versucht, mal wieder nichts. Gut, bisher. Wir werden es weiter versuchen. Wir sind hartnäckig auf jeden Fall. Definitiv. Wer bis hierhin zugeschaut hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Jawohl, vielen Dank an euch alle. Bis bald, ciao. Bis bald, tschüssi.